Hermann Schmittendorf mit einer neuen Ausgabe unseres Eisenbahnmagazins Kollewiesia. Eisenbahnfahrzeuge sind, wie wir hier sehen, ein ganzes Stück größer als ein Privat-Pkw. In Berlin kann man das alle 2 Jahre begutachten bei der InnoTrans, der wohl weltgrößten Eisenbahnfachmesse. In 2014 war es wieder soweit und die InnoTrans konnte auch Rekorde verzeichnen. Über 2700 Aussteller aus 55 Ländern präsentierten dort ihre neuesten Dienstleistungen und Produkte. Und auf dem Freigelände der Messe, da gab es 124 neu entwickelte Schienenfahrzeuge zu begutachten. Die Hamburger Spedition Otto Halbohm erlaubte uns, einen kleinen Blick hinter die Kulissen zu werfen, denn schon Wochen vor Messeeröffnung musste dort geaudit werden, damit die Ausstellungsexponate, die großen Schienenfahrzeuge, punktgenau, zentimetergenau an den vorgesehenen Ausstellungsplatz gehievt wurden. Viel Spaß bei unserem Bericht von diesen Vorarbeiten der Messe. InnoTrans in Berlin. Alle 2 Jahre trifft sich auf dieser Messe die Eisenbahnbranche der Welt. Neuentwicklungen werden begutachtet, die Stände der Konkurrenten kritisch beäugt und abgeschlossene Verträge stolz präsentiert. Dank der Spedition Halbohm durften wir aus nächster Nähe verfolgen, wie dieses Fahrzeug vom Straßentieflader auf die Ausstellungsschienen gestellt wurde. Einmal ist es eine Schienenfräsmaschine. Das Besondere an dieser ganzen Geschichte ist eigentlich diese Gesamtlänge von 44 Metern. Das Gerät wiegt um die 80 Tonnen und wir haben das in Leeds in Österreich geladen und haben wir jetzt hier nach Berlin gebracht. Die Firma MFL ist Entwicklungspartner des deutschen Konzerns Vossloh. Der Antransport des Wagens per Straße war unvermeidlich, denn das Neufahrzeug wartet noch auf die Zulassung durch das Eisenbahnbundesamt. Das Problem war natürlich die Gesamtlänge. Die Strecke von Liezen bis nach Salzburg musste über die Bundesstraße gemacht werden. Das war natürlich relativ eng und deshalb hat es da schwere Probleme gegeben. Die weiteren oder die nächsten Probleme gab es in Regensburg, die Umfahrt in Regensburg, die Autobahn war gesperrt und wir mussten mit dem Geschleuder hier quer durch Regensburg fahren. Das ist natürlich eine echte Herausforderung. Neben dem Tieflader ist ein Schaugleis zur Aufstellung der Fräse vorbereitet. Jetzt sind die Kräne am Zug. Das Personal macht Erinnerungsfotos mit dem umfänglichen Kranhaken, der den Wagen in die korrekte Position bringen wird. Der Wagen als solcher ist 22 Meter lang. Vor Beginn der Versetzung muss der Zughaken an die Last des Wagens angepasst werden. Hat Spediteur Halbohm häufiger mit solch spezifischen Bahntransporten zu tun? Ja, häufiger schon, aber diese Größe relativ selten eigentlich oder bis jetzt ja, 1-2 Mal erst. Kleinere für Eisenbahnfreunde, alte Oldtimer und dergleichen, wird das schon des Öfteren vor sich also des Öfteren, aber das ist das Größte bis jetzt gewesen. Ja. Und auch die größte Herausforderung für uns, schon klar, ja. Der Fräswagen ist so neu, dass die Hersteller noch nicht das endgültige Gewicht ermittelt haben. Aber das macht nichts, denn die Kräne arbeiten mit großer Sicherheitsreserve. Bei der Arbeit stützen sie sich auf hölzerne Unterlagen. Zur besseren Ausbalancierung werden an den Seiten der Kräne zusätzliche Gewichte angebracht. Im Einsatz wird die Fräse durch eine Lokomotive oder ein anderes Triebfahrzeug gezogen. Hinten werden ein oder mehrere Spezialwagen angehängt. Die Drehgestelle sind provisorischer Natur. Nach Ende der Messe wird der Wagen seine endgültigen Spezialdrehgestelle bekommen. Dem Aussteller war es jedoch wichtig, auf jeden Fall diese Neuentwicklung auf der InnoTrans vorzuführen. Immer schnellere Züge und verschärfte Vorschriften bewirken, dass die Schienenstränge der Hauptstrecken in idealem Zustand gehalten werden müssen. Das bringt häufigere Schleif- und Fräsarbeiten als früher mit sich. Somit hat das Spezialfahrzeug alle Chancen, zum Verkaufsschlager zu werden. Und was passiert jetzt, Herr Halbohm? Dass ich das richtige Gewicht zu fassen kriege. Ein Teil des vorderen Teils ist wesentlich schwerer als das hintere Stück. Deshalb sollte man also schon die beiden Kräne entsprechend positionieren, dass der eine ein bisschen schwer mehr heben kann als der andere. Das ist schon klar. Sonst gibt es zerrissene Hosen irgendwo. Ja. Angespannter Konzentration verrichtet die Mannschaft den entscheidenden Teil der Umsetzarbeiten.
Hier sieht man gut die Fräseinheit. Der Wagen steht an seinem Platz. Jetzt kann die Messe beginnen. Einige Tage später, als die Messetore sich öffneten, waren wir gespannt zu sehen, wie der Wagen der Öffentlichkeit präsentiert wird. Im Arbeitseinsatz wird die Fräse von einem Triebfahrzeug und einem Wagen eingerahmt. Diese Elemente imitierten speziell errichtete Messebauten. Diese Weltneuheit kann innerhalb einer Stunde auf einer Länge von 1,2 Kilometern 1,5 mm Stahl vom laufenden Schienenstrang fräsen. Der Fräsprozess verläuft so ideal, dass kein zusätzliches Schleifen nötig ist. Der Wagen registriert während der Fahrt den gesamten Fräsprozess, misst und protokolliert das Endergebnis. Damit ist die Bahnstrecke in maximal kurzer Zeit wieder frei für den Zugverkehr. Soweit unser Speditionsbericht von der InnoTrans 2014 aus Berlin. Ich kann noch hinzufügen, dass natürlich nach der Messe die Fahrzeuge mit ähnlich komplizierter Aktion wieder aus dem Messegelände entfernt werden mussten. Und unsere Schienenfräse musste sogar noch einmal ins Herstellerwerk nach Österreich gebracht werden, denn sie musste noch zu Ende montiert werden. Aber was tut man nicht alles, um eine Weltneuheit entsprechend passend der Weltöffentlichkeit zu präsentieren? Vielen Dank für Ihr Zuschauen und Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.